Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Bauen, Fliegen, Landen. Und heute bauen wir die Avalon 4B. Das ist unsere leistungsstärkste Rakete, die wir haben, mit 130, 140 und 150 Tonnen Nutzlast zum Orbit. Und ich würde sagen, wir bauen sie einfach. Vom Prinzip her funktioniert sie sehr ähnlich zur Avalon 3B. Insofern, weil wir zwei Stufen haben. Eine, die dann eben direkt landet und die zweite, die dann eben mit Hitzeschilden in die Erdatmosphäre eintritt. Wir beginnen auf jeden Fall mit Titantriebwerken. Und zwar schalten wir schon mal an, nehmen davon drei Stück direkt nebeneinander. Das ist so ein Unterschied eben zur Avalon 3B. Die Avalon 3B hat eben nur zwei Triebwerke und die Avalon 4B hat drei. Dann nehmen wir unsere Treibstofftanks, nämlich die 12 breiten 30 Tonnen Treibstofftanks. Und davon brauchen wir 10 Stück für die erste Variante quasi. Und zwar genau so. Dann nehmen wir uns die 10 Tonnen Treibstofftanks. Packen davon auch nochmal 9. Meinte ich, übereinander. Dort packen wir dann eben zwei 5 Tonnen Treibstofftanks hin und darüber zwei Separatoren. So, wir markieren die oberen 8, die unteren 2 nicht und wir machen die Streifen drauf. Die unteren 2 werden schwarz. So, ihr seht hier, die zwei Treibstofftanks haben auf der Verbindungsseite quasi schwarz. Das wollen wir hier mit weiß machen. Deshalb markieren wir die und drehen sie einmal um. Dann sieht das so aus. Dann gehen wir hier einmal zu Upper, also zu weiteren Teilen. Nehmen die großen Landebeine, drehen sie und packen sie dorthin. Darunter kommen zwei RCS-Düsen. Weiter unten kommen hier Landebeine hin, RCS-Düsen und RCS-Düsen. Dann strukturelle Teile, ein 4x1 strukturelles Teil. Dann gehen wir wieder nach oben. Dort nehmen wir uns hier die schrägen aerodynamischen Spitzen und eine Sonde nach links. Dann ein 10 Tonnen, 8 breiten Treibstofftank hier hin. Ich mache den grau, müsst ihr nicht unbedingt machen. Man sieht das nämlich nicht. Es wird nämlich genau so verdeckt. Dann noch ein Separator darüber mit grau. Und damit haben wir die erste Stufe fertig gebaut. Jetzt kommt die zweite. Dazu brauchen wir drei Frontiertriebwerke. Dann kopieren wir hier quasi drei Treibstofftanks rüber, also einen schwarzen, zwei gestreifte. Und dann nehmen wir hier noch einen 15 Tonnen Treibstofftank darüber. Dann nehmen wir uns hier zwei Landebeine, packen sie genauso hin. Nochmal zwei Landebeine genauso. RCS-Düsen kommen hier hin und hier hin. Dann eine Sonde und zwei strukturelle Teile dahin. Einen 6 breiten Treibstofftank in grau. Dann die 12 breiten Teile, ein Separator, der nach unten zeigt. Noch ein Separator in grau, der nach unten zeigt. Und noch einen, der nach oben zeigt, auch in grau. So, dann gehen wir zu den Hitzeschilden. Wir haben hier zwei 4 breite Hitzeschilde. Die packen wir so zur Hälfte über die Ecke. Und einen 8 breiten Hitzeschild in die Mitte. Dann nehmen wir die beiden, packen die genau da drauf. Dann sieht das so aus. Wir gehen zur Nutzlast
Verkleidung und nehme die hier, drei Stück davon. Die sind 6 hoch, 12 breit. Dann ist das, glaube ich, das hier. Das ist 8 breit und 4 hoch. Und dann noch die große Spitze, die 6 breit ist. Das markieren wir alles und machen es auch grau. Und damit haben wir die Rakete fertig gebaut. Jetzt machen wir Folgendes, unsere erste Stufe. Da kommt der Separator rein, die beiden äußeren Titantriebwerke, die drei Frontiertriebwerke, die äußeren Landebeine hier und die RCS-Düsen. Als nächstes kommen wieder die RCS-Düsen dran, dann die richtigen Landebeine quasi, die unteren und RCS-Düsen und nochmal die oberen Landebeine und RCS-Düsen. Da haben wir quasi die ganzen Stufen für die erste Raketenstufe gemacht. Also hier ist quasi Aufteilung der beiden Stufen. Das RCS wird ausgeschaltet. Hier haben wir dann den Landeflug und hier sind wir gelandet und wir fahren das einfach wieder ein. So, dann die zweite Stufe. Da kommt die Spitze ran und die RCS-Düsen. Dann diesen Separator. Dieser Separator, die beiden äußeren, bei der Stufe davor, die beiden äußeren Triebwerke noch mit reinnehmen. Dann das und die RCS-Düsen. Dann haben wir nochmal RCS-Düsen. Dann die oberen Landebeine, RCS-Düsen, unteren Landebeine, RCS-Düsen und obere Landebeine, RCS-Düsen. So, damit haben wir die ganzen Stufen fertig. Jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen. Einmal die ganzen Landebeine hier einfahren. Und, weil ich es gerade eben vergessen habe, wir gehen hier zur obersten Nutzlastverkleidung und erhöhen die Separationskraft auf Maximum. Das hilft uns quasi dabei, dass wir da nicht mehr reinkrachen, wenn wir es öffnen. Und damit haben wir die 130-Tonnen-Version fertig. Wir werden jetzt noch die 140- und 150-Tonnen-Version bauen. Und mit der 150-Tonnen-Version werde ich dann eben fliegen. Als erstes nehmen wir die zweite Stufe und schieben die mal zwei Felder nach oben. Und dann nehmen wir das ganze Gerempel hier und schieben das auch mal zwei Felder nach oben. Da habe ich die erste Stufe nicht ganz richtig verschoben. Oder doch? Moment. Also wir verschieben das zwei Felder nach oben. Und dann ist mein Separator weg. Genau. So rum war's. Jetzt machen wir Folgendes. Wir entfernen diese beiden Treibstofftanks, machen stattdessen große Treibstofftanks dahin. Dann haben wir, haben wir diesen Treibstofftank und dann machen wir da noch einen 15 Tonnen Treibstofftank hin. Genau so, und wir färben das wieder mit den Streifen. Komm schon, ich würde es gerne markieren, so einmal umher bewegen, damit die Landebeine da reingeklippt sind. Dann markieren wir das Ganze hier, schieben das eben auch zwei Felder nach oben, dann entfernen wir den Treibstofftank dort, fügen stattdessen auch einen 30 Tonnen Treibstofftank ein und entfernen etwa ein Viertel vom Treibstoff, also 20,25 Tonnen sollten da noch drin sein. Damit haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10 und ein halbes quasi an Treibstofftanks bei der ersten Stufe und hier quasi 4 bzw. 3 und 3 Viertel. Ja,
Das ist die 140-Tonnen-Variante. Jetzt kommt noch die 150-Tonnen-Variante. Dazu füllen wir einfach den Treibstoff hier komplett auf. Nehmen wieder die zweite Stufe, bewegen sie zwei Felder nach oben. Wir entfernen hier den 15-Tonnen-Treibstofftank und bewegen das hier, wenn wir den Separator mal wieder mitnehmen würden, einfach wieder zwei Felder nach oben. Fügen noch so einen Treibstofftank ein. Dann sieht das so aus. Die verschieben wir nach unten. Dafür kommen wieder zwei 5-Tonnen-Treibstofftanks da rein. Den drehen wir um. Markieren wir wieder diesen Teil, bewegen ihn ein bisschen hin und her. Und damit haben wir die dritte Variante, also 150 Tonnen. Die hat dann eine Masse von 755,04 Tonnen und einen TWR von fast 1,6. Und da packen wir jetzt auch Treibstoff rein. Also das hier sind 120 Tonnen. Dann haben wir hier 130 und 140 Tonnen und 150 Tonnen an Treibstoff. Damit haben wir eine maximale Masse von 905,04 Tonnen. Und das fliegen wir jetzt, bringen es in Orbit und landen es wieder auf der Erde. Wir zoomen ein bisschen raus, erhöhen den Schub und starten die Triebwerke. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir folgen der Winkelanzeige oben links bis 45 Grad. Weiter gehen wir nicht, denn wir haben nicht genug Treibstoff. Dann lassen wir es weiterlaufen, bis wir eine Apoapsis von über 30 Kilometern haben, beziehungsweise wenn der Treibstofftank auf 14% runtergegangen ist. Und dann machen wir weiter. Da ist unsere Apoapsis über 30 Kilometer hoch. Wir haben 14% Treibstoff in der ersten Stufe. Wir starten die erste Stufe, wechseln zur ersten Raketenstufe, drehen nach links, starten die nächste Stufe, starten bei der zweiten die Triebwerke und drehen nach rechts. Ja, also es ist eine ganze Menge, die man machen muss. Ich empfehle euch vielleicht nochmal zwischendurch zu speichern. Über 25 Kilometern speichern wir die. Starten wir die nächste Stufe. Ich mache das hier, damit wir auch wirklich 150 Tonnen in den Orbit bringen. Wir fokussieren unsere zweite Stufe und tippen auf unsere erste Stufe. Und dann beschleunigen wir ein bisschen die Zeit. Wir bewegen uns ziemlich schnell auf unsere Apoapsis zu, also drehen wir ein bisschen nach links. Und dann warten wir, bis wir einen Orbit erreicht haben. Mit 1670 Meter pro Sekunde. Ich verlangsame mal hier ein bisschen, damit das nicht zu hektisch wird. So, da fehlen uns nur noch 70 Meter pro Sekunde. Da haben wir es geschafft. Wir wechseln zur ersten Stufe, drehen noch ein bisschen hinterher. Bei 20 Kilometern starten wir das mittlere Triebwerk. Und das lassen wir so lange laufen, bis wir 400 Meter pro Sekunde haben. Bei 400 Meter pro Sekunde reduzieren wir den Schub auf 66%, also etwa zwei Drittel. Und bei 300 Meter pro Sekunde halbieren wir das nochmal auf 33%. Und das machen wir, bis wir bei 10 Kilometern angekommen sind.
Danach erhöhen wir den Schub auf knapp über 60%, vielleicht 61 oder so. Und damit fliegen wir in Richtung Erde. Wir heizen wieder auf, aber nicht mehr lange, denn wir werden auch langsamer. Der Luftwiderstand wird jetzt immer höher. Und ihr seht, wir heizen nicht mehr weiter auf. 217 Grad Celsius war, glaube ich, das Maximum. Dann warten wir bis 1 Kilometer Höhe. Dort starten wir das Triebwerk erneut, starten die Stufe, drehen uns dann ein bisschen nach rechts. So, dann zoomen wir mal raus. Da haben wir den Boden und wir reduzieren den Schub erneut. Und dann landen wir ganz sanft auf der Erde. Es war nicht sanft, aber ist nichts kaputt gegangen. Wir starten die letzte Stufe. Damit haben wir die Mission erfüllt. Also die erste Mission. Wir haben die erste Stufe gelandet. Wir wechseln zur zweiten Stufe. Dort haben wir 12. Ihr solltet schon noch so 10% übrig haben. Wir starten die nächste Stufe. Drehen uns einmal im Kreis, also gegen die Fallrichtung, erhöhen den Schub und warten, bis wir nur noch 5% im Treibstofftank haben. Dann bei 5% schalten wir das Triebwerk aus, starten die nächste Stufe und drehen uns einmal im Kreis. Währenddessen können wir hier den Schub ausmachen, den Schubregler auf etwa 50% setzen. Dann beschleunigen wir die Zeit und zoomen ziemlich nah an unsere Rakete ran. Dann drehen wir uns so, dass wir genau in Fallrichtung zeigen. Und jetzt sollten gleich die Plasmalinien erscheinen. Und zwar seht ihr jetzt hier die äußeren Linien vom Plasma, es sind 4 Stück. Und es sollten immer 4 Stück sein. Wenn quasi die untere weg ist wie jetzt, müsst ihr ein bisschen nach rechts drehen. Wenn die obere weg ist, dreht ein bisschen nach links. Normalerweise würde ich das auch beschleunigen, bis zu 25 Kilometern auf dreifache Geschwindigkeit, bis 20 Kilometern auf zweifache und dann bei 15 machen wir nur noch einfache Geschwindigkeit. Außerdem schalten wir bei 15 Kilometern unsere RCS-Düsen an. Also wir starten unsere nächste Stufe. Dann machen wir immer diese kleineren Korrekturen, damit alle 4 Linien sichtbar sind. Das machen wir, bis die Hitze quasi nachlässt, bis wir kaum noch Plasma sehen. Das ist so ungefähr bis 6 Kilometer hoch. Dann warten wir noch ein bisschen, wir drehen nach rechts und dann drehen wir ein bisschen, wir drehen nach links, danach nach rechts, weil sonst würden wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen. Und jetzt sind wir durch die Atmosphäre durch, wir heizen nicht mehr weiter auf, werden irgendwie eine Temperatur von, keine Ahnung, 2000 Grad Celsius, also noch sehr, sehr weit im Bereich des Möglichen. Bei 1 Kilometer Höhe starten wir das Triebwerk und die nächste Stufe. Wir drehen wieder ein bisschen nach rechts, versuchen quasi, dass der Pfeil ganz unten ist. Dann warten wir nur noch darauf, dass wir irgendwann landen. Ich glaube, hier werde ich wieder ein bisschen den Schub reduzieren. Dann im letzten Moment noch wieder ein bisschen erhöhen. Damit kriegen wir auch hier wieder eine sehr schöne Landung hin. 0,1%, das war echt knapp. Ja, man kann noch ein bisschen später starten, ein bisschen mehr Schub dafür machen. Jedenfalls haben wir jetzt hier unsere 150 Tonnen im Orbit. Und damit können wir die jetzt auch wieder löschen. Denn wir können es nicht kontrollieren, wir können damit nichts machen. Stattdessen, schauen wir uns nochmal die Stufen an.
Hier haben wir die erste Stufe. War die Welt ein bisschen verglitscht, aber okay. Und hier haben wir die zweite Stufe, genau. Und das war's dann im Grunde mit der Folge. Die beiden oder die drei Raketen sind in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.